Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute werden wir auf jeden Fall das Observatorium bauen. Ich habe nämlich in den Kommentaren mal gelesen, dass wir dafür eine Röhre benötigen. Eine Glasröhre oder eine Titanröhre, ich weiß jetzt nicht welche. Wir werden es ausprobieren. Das Ganze werden wir heute machen und das tut mir leid, dass ich das nicht gelesen habe, ich Depp. Da stand es doch in der vorletzten Folge schon in den Kommentaren und ich habe es nicht beachtet. Wie dumm, dumm, dumm. Ja, es tut mir leid. Auf jeden Fall danke. Da hat einer sogar zweimal dasselbe kommentiert. Also das ist meine Schuld, sagen wir mal so. Gut, eine Glasröhre würde ich gerne bauen. Uns fehlt Glas, das macht aber nichts. Wir haben hier ja Quarz ohne Ende. Und dann bauen wir uns noch ein Dings hier, ein Fabrikator. Schwuppdiwupp, Kartoffelsupp, haben wir hier Glas. Wir brauchen ja nur zwei, geht ja ganz schnell. Ist das so leise? Übelst leise. So, meine Facecam, die ist immer noch mega hell. Mache ich die Hand so da drauf? Ist eigentlich angenehmer. Ich weiß nicht, wo die Lichtquelle hier ist. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. So hell ist es ja eigentlich gar nicht. Ich muss das Ding wechseln. Emergency, 10 seconds of oxygen remaining. Oh nein, der Eingang ist auf der anderen Seite. Okay. Quarz ist da. Wir haben alles, was wir brauchen, auch für den Fabrikator. Den haben wir ja abgebaut, also haben wir ja auch das Zeugs dafür. Und, da ist er. Da ist er jetzt wieder. Hallo Fabrikator. Du bekommst hier auch Energie von einem Wärmekraftwerk. Eine sehr gute Energiequelle. Sehr, sehr gesund. Nicht umweltschädigend. Aber dafür haben wir ja auch ein Atomkraftwerk in der anderen Base. Das ist ja schon wieder so eine Wand gebackt, ne? Das finde ich mal ein bisschen blöd. So, ich will gar nicht so oft sagen, aber man muss sich einfach... Man muss einfach sagen. Och, das war die falsche, ich Depp. Naja, macht ja nichts. Wenn wir schon mal hier sind... Setzen wir meinen Helm ab, seltsam. Aber setzen wir wieder auf. So, haben wir ein bisschen mehr Luft draußen. Außerhalb der Basis. So. Eine wunderschöne Glasröhre. Oh, jetzt fällt mir gerade ein, da hätte ich ganz gerne zwei Kugeln dran. Denn unser Observatorium hat, ihr seht es, jetzt geht's wieder. Früher ging das, also es ging tatsächlich, aber jetzt können wir es nur daran machen. So, da haben wir es endlich gebaut. Oh. Hier haben wir nicht aufgepasst. Da läuft alles voll. Ich dachte schon wieder, Lithium, mir eher, wir haben kein Lithium. Das ist doof. Wird die Folge nennen. Schwachstellen sind da, aber es läuft noch nicht voll. Hier ist es, das Observatorium. Boah, was eine Aussicht. Hammermäßig, ne? Weil der Sound ist nicht so wirklich... Gut, ne? Scheiße. Es wird uns volllaufen, das Gerätschen. Aber das haben wir auch schon an Dockmodul, ne? Das ist auch schon mal was Feines. Was sehr, sehr schön im Boden verankert ist. Oh, oh. Ja, nimm die Leiter. Auch wenn man reinschauen kann. Es läuft voll, es läuft voll. Ich habe schon wieder geschafft, die Base kaputt zu machen. Also unglaublich. Jetzt fehlt uns aber natürlich das Lithium für die Verstärkung. Aber wir können ja noch... Ich weiß nicht, ob das noch klappt. Hä? Was soll das denn? Nun bei minus 7,1. Das verstehe ich nicht, warum das nicht da rangeht. ...03. Gibt nur sehr wenig, aber das ist die erste Rettung gewesen. So, wir brauchen gleich wieder Luft. Ich nehme schon wieder die Leiter. Da ist schlecht Luft drin, ne? Aber die Stimme, die ist so geil, ne? Ich stehe voll auf so Roboterstimmen. Ist so. So, jetzt gucken wir mal, ob wir eine Base wieder kaputt gemacht haben. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Na komm, da nicht mehr rein. Hier haben wir gar nichts kaputt, hier ist alles gut. Das war nur das arme, arme
Andockmodul, was ein Loch bekommen hat. So. Jetzt will ich nochmal was schauen. Einfach nur testweise, weil wir testen ja sehr viel. Das wäre super irre hier drin, oder? Dann will ich das mal. So, Spaß mal. Jetzt kannst du nicht fertig bauen. Da komme ich nicht dran vorbei. Übelste Aquarium. Also wir machen so ein Ding auf jeden Fall hier drin. Das wird lustig. Das wird lustig, lustig. Wir machen nämlich zwei. Da kommt auch nochmal so eine Kugel hin da. Machen wir vielleicht in dieser Folge. Ich bin mal gespannt. So. Das Let's Play. So. Und das So Let's Play. M und Ö. Und so. Und Ö. So Ö. Verhaltensgestört heute. Entschuldigung. Silikonglas. Ah, wir können hier craften. Ich finde das schön. Wir brauchen natürlich auch noch Platz hier. Wir fahren jetzt mal zurück. Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Water. Auf nach Hause. Oh. Sieht ein bisschen anders aus. Ey, wollte ich doch gar nicht. So. Stoße mich hinab. In die Tiefen. Und, da ist das Zuhause. In der Richtung wollen wir auch jetzt gleiten. So. Das kann man ja so Trinkspiele machen, ne? Wie oft, wenn ich sag, dann muss man einen Schluck Schnaps trinken oder so. Nee, das darf man nicht. Schnaps ist scheiße. Schnaps schmeckt nach Kacke. Aber dann wird ihr wahrscheinlich Sternhage voll sein, wenn ich fertig bin. Mit der Aufnahme. Denn ich sage ja ungefähr 37 Milliarden mal so, wir könnten rein technisch auch wieder Uran sammeln. Aber ich habe keine Lust. Kein Bock jetzt auf Uran. Ich habe mir letztes Mal den ganzen... Nein, sage ich nicht. Muss ja hier Jugend... den Jugendschutz beachten. Nein, muss man gar nicht. So. Salz. Liegt ja auch rum. Sau viel. Das sammeln wir aber auf jeden Fall erstmal ein hier alles. Boah, ich kann mich gerne entscheiden. Aber wir haben nicht so viel Zeit, ne? Wir haben ja Durst. Okay, dann machen wir das später. Ja, der fliegt so doof rum. Der auch. Nehmen wir noch mit. So. Ab nach Hause. Muss was trinken. Weg da, Fischi. Jetzt wird spannend. Kommt der spannende Teil des Videos. Also ich fliege, fahre wieder zur Basis. Ins Nichts. Oh, schon Wasser nehmen. Während ich fahre. Ich habe so viel Wasser hier im Spiel, da kriegen wir Durst. Ups. Fast kollidiert. Kein Platz auf dem Schreibtisch. Alles vollgestellt mit Zeugs. So. Jetzt wollen wir doch, emaliertes Glas brauchen wir noch einmal, dreimal. Das ist wichtig, wenn wir noch so ein Observatorium bauen wollen. Und in einen stellen wir tatsächlich dann ein Aquarium rein. Das sieht bestimmt witzig aus. Nur für außen. Völlig sinnlos. Aber es ist halt da. 2%. Oh oh. Oh oh. Ich brauche noch ein Pilzstück, ein Schwammstück. Man, das sieht nicht so weit aus, ne? Aber das ist doch schon ein ganz schönes Eckchen dahin. Vermaledeit. 0%. Au. Ah, wir haben Wasser. Ich brauche keins. Irgendwas ist disrupted. Was? Hilfe. Wenn man Durst hat. Also ich hatte in echten Leben auch schon mal Durst. Habe ich aber keinen wirklichen Schaden genommen. So. Oh. Fast mich selber überfahren. Trinken, Schrank. Ich bin da. Ah. Boah, wie viel Energie wir verloren haben. Unglaublich, nur wegen ein bisschen Trinken. Ja, wer weiß, ich weiß ja nicht, ob wir ein Mensch sind. Ne? So, wie viel Salz habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Pilzken oder Schwämmsken brauchen wir dafür. Hört sich irgendwie falsch an, das Wort. Das ist unsere Klinge, die wir irgendwie immer wieder bekommen. Auch wenn sie kaputt ist. 1, 2, 3, 4,
ganze Röhre ist weg. Was? Hammer. Das wusste ich auch nicht, dass man die aufbrauchen kann. So. So. Rein in die gute Schuhe. Ach Quatsch, mit Soße. Da wollte ich gar nicht dran. Guck mal hier, ein Glas. Noch ein bisschen Kladderadatsch drinne. Fünfmal. Oh, man sieht man so richtiges elektronisches Muster drinne. Wenn man so drauf achtet. Geil. Heute kam kein Patch bei Subnautica. Wenn ich Computer morgens anmache, habe ich meistens immer einen Patch. Aber heute gab es keinen. Ich war ganz traurig. Vielleicht erwartet uns ja was Größeres. Ich wäre angenehm überrascht. Ups. So, den Trinkenschrank voll machen. Mit lecker trinken. Dann werden wir nie wieder das Problem haben, kein Trinken zu haben. So. Schön, oder? Schön. Das ist halt Wasser. Was leuchtet denn hier so? Achso, die Seemotte leuchtet wahrscheinlich hier irgendwie buggymäßig rein. Eigentlich wollte ich ja Glas machen, ne? Aber da brauchen wir wieder drei Zähne. Die wachsen ja hier um die Ecke. Wo ist denn Seemotte? Macht ich hin? Da. Ah, guckt euch meine Vielfalt an. Da müssen noch zwei. Hier müssen auch noch ordentlich Aquarien rein. Was habe ich eigentlich mit diesem Aquarium? Also, ich stehe da voll drauf. Weiß auch nicht warum. Ihr seht ja auch noch hier dieses Moped hier, was der Andreo gemacht hat. Der hat auch das Aquarium nochmal gemacht. Das könnt ihr bei Steam auch sehen. Als Modell. Also sehr schön. Oh, ich fahre jetzt einfach mal blind los. Wir müssen ja nur so ein grünes Biom finden. Oh, Explosionsfischleins. Und hier schwirren ja überall die Zähne rum. Eigentlich zuhauf. Aber wie gesagt, wenn man sucht, dann findet man nie. Aber hier drin sind wir ja sicher vor den Stalkerfischen. Die Stalkers. So. So. Ich habe schon wieder so gesagt. Ich merke das ja selber. Das ist peinlich. Oh. Ich habe gestern mit Andreo gesprochen. Im Teamspeak. Er sagte mir, dass wir Let's Player einfach immer nur die ganze Zeit an unsere Basen rumeiern, aber nie zeigen, wie schön das hier alles ist. Das will ich auch so ein bisschen beachten. Dass man hier vielleicht auch mal einen kleinen Ausflug macht. Ne? So eine Folge, wo man wirklich nicht jetzt sich nur um die Base kümmert oder sowas. Dann machen wir mal einen Ausflug in so schöne Ecken, die man so findet einfach. Weil Subnautica bietet ja noch viel mehr als nur eine Basis bauen. Und das Survival, es bietet ja auch noch ein wunderschönes Setting hier. Also eine sehr, sehr schöne Umgebung. Und die ist echt, das lohnt sich, das zu zeigen, weil das einfach nur geil aussieht. So, so. Da war wieder das so. Immer wenn ich so einen Übergang mache von einem Thema in ein anderes, dann sage ich so. Und ich sehe keinen Zahn. Aber achte ich nur da drauf. Na gut, wir machen heute schon unseren ersten kleinen Ausflug sozusagen. Wie es hier aussieht, ne? Guckt euch das mal an. Meine Beine, kann ich sehen? Tatsächlich, meine Knie. Kann man die Knie sehen? Das war das SpongeBob oder hier der Patrick. Er ist stinkesauer, er kann seine eigene Stirn nicht sehen. Bin ja jetzt nicht so der SpongeBob-Fan, aber gucken tue ich es trotzdem hier und da mit meinem Kind. Ja, die haben schon einen geilen Humor, dieses SpongeBob. Das ist also ehrlich, schon fast was für Erwachsene manchmal. So. Ich hab's ja so gesagt. Ich habe wieder so gesagt. Ah ja, Lithium. Wofür brauchen wir das nochmal? Verstärkung, ne? Schnappen wir uns mal ein bisschen Lithium. Und essen den Fisch. Komm her. Fisch, Fisch, Fisch. Lass es können. Ich habe gerade ein bisschen mehr Lithium gesehen. Wo ist das jetzt alles hin?
Über ein blödes Lithium. Boah, wie schön das wieder ist hier, ne? Das haben wir auch nicht vergessen. Irgendjemand hat mir in den Kommentaren geschrieben. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen. Jetzt hat er sich's auch gekauft. Das Spiel. Kauft euch das, Mann. Das ist super. Hier hat man richtig Spaß. Stunden. Über viele Stunden habe ich hier schon gezockt. Auch mal ohne Video machen. Ich glaube, das hatte ich noch nicht. Jetzt schon können wir mehr Lithium. Aber wir haben so Salz. So, wir müssen immer noch das Aurora-Schiff reparieren zum Beispiel. Das ist immer noch defekt und strahlt vor sich hin. Da ist noch Salz, aber ich habe keine Lust mehr jetzt auszusteigen. Eigentlich wollte ich doch was ganz anderes, wollte doch Zähne. Boah, das sind gruselige Geräusche. Zähnchen, wo seid ihr, meine Lieben? Zähne. Manchmal sieht man so mehr von Zähnen. Man muss immer bei dem Titanium gucken. Da liegen öfter mal Zähne, weil die Stalker die ja verlieren, wenn sie in den Titan reinbeißen. Ich weiß gar nicht, wo der Riesenzahn in den Stalker drin ist. Oder der sitzt den, glaube ich, auf der Nase, ne? Das ist kein richtiger Zahn. Das ist eher so ein Hauer. Da ist einer. Blödmann. Macht aber Gott sei Dank keinen Schaden. Die Dinger sind da, da müssen auch irgendwo die Zähne rumfliegen. Was ist das für ein Geräusch? Krass, ey. Furchtbar. Furchtbar cool. Ich wollte jetzt gerade wieder so sagen. Ich habe es diesmal geschafft zu unterdrücken. Ich habe mich entsohnt. Wir hatten doch noch 10 in der Base, ne? Fällt mir gerade so spontan ein. Aber schon mal da ist einer. Oh! Wenn man das anleuchtet, sieht man so schlecht. Wah! Wah! Au! Das ist Arschloch. Das ist direkt unterm Licht. Ja. Laut in den Kopfhörer, der da vorne dengelt. Komm, wir fahren jetzt zurück. Wir hatten noch Zähne, so viel ich weiß. Wo ist denn jetzt meine Base? Da ist die Heimat. Bin ganz woanders hingefahren, komisch. Das ist im echten Leben. Fahre ich immer irgendwo hin und weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Nein, Quatsch. So. So. Mit so. S-O. Mit einem P ist das ein Po. Nein, was ist ein Blödsinn heute. Ich weiß auch nicht, was los ist. Habe eine gute Laune. Vollgas. Hat geklappt. Lade es bitte voll mit Atomenergie, mein Lieber. Ich wollte schon wieder so sagen. Also unglaublich. Hab ich auch noch nicht mehr gesagt. Perfekt. Ich hab's gewusst, zwei waren noch drin. Ich mich umsonst, blödsinnigerweise. Ja, keine zwei. Mir fehlen da noch. Quarz. Sechsmal. So. Scheiß so. Irgendwann gewöhne ich mich dran. Wupp, sage ich jetzt einfach mal. Nicht so. Oh, man braucht doch nur zweimal. Für Glas. Ja, man lädt nie aus. Jetzt brauche ich aber noch ein Aquarium. Ein Aquarium. Jetzt braucht noch Glas zweimal. Mist. Der mischt. Fehlt uns ein Quarz. Ich glaube, das können wir da hinten bauen. Ist ja keine Sache. Okay, wir gehen zurück zur Seemotte. Lebensenergie ist mir jetzt egal, das schaffen wir schon. Wenn wir nicht angegriffen werden, passiert auch nichts. Muss man nicht in Wasser fallen. So.
Oh, ich bin von der Stimme weggefahren. Ach, ist das schön. My beautiful base. Jetzt kommt der zweite spannende Teil des Videos. Der Höhepunkt sozusagen, die Fahrt zur Base. Na, das ist nicht wirklich spannend. Ich weiß. Das Coole ist, dass wir uns ja jetzt auch craften können und was wir wollen. Ne? Also es ist ja... Es ist halt nur so ein Ressourcenproblem. Dass da kein Titan gibt. Hier haben wir Silber wahrscheinlich ohne Ende im Boden. Er ist noch im Pausenmodus gewesen, habt ihr gesehen. Steht der da immer so im Wasser? Ganz komisch. Nun kommst du eh nicht hinterher. Du lahme Ente. Oh, da war Quarz. Wo ist das denn? Hab ich noch nicht gesehen. Diese komischen Finger. Und wir können Leberwurst lesen. Sehr gut. Braucht noch Namen für nächste Bases. Leberwurst wird ja gerade ausgebaut. Jeder hat so seine eigenen Spezialitäten. Ich wollte eigentlich immer dieselbe Basis bauen, aber das ist so langweilig. Ich immer dieselbe Basis mache. Jeder kriegt jetzt so eine eigene Spezialität. Alle kriegen einen Moonpool auf jeden Fall. Also dieses Undock-Modul. Guck mal, hier sieht es auch irgendwie schön aus, ne? Muss er den Andreo recht geben. Wir müssen aber auch das Spiel zeigen, ne? Also die Schönheit des Spiels. Guck mal, hier ist eine Höhle. Oder ein Ritz. Ein Spalt. Wow. Was bietet er uns? Wenn man das schon mal entdeckt, dann gucken wir uns das auch an, ne? Aha, was ist das? Schöne Höhle. Bisschen leblos. Also Lavastein und dann haben wir hier diese leuchtenden Dinger, die kenne ich aber schon. Das ist aber einfach nur ein tiefer Spalt. Vielleicht versilten das am Fischen? Nö. Sehr schön, ne? Kleiner Spalt. Schaltet den Schmerz ab. Das ist ganz viel Quarz, das brauchen wir eigentlich. Ich habe keine Lust auszusteigen. Ist auch wie im echten Leben. Er ist faul. Rum zu schwimmen. Eieiei. Na, viel Energie braucht man auf jeden Fall nicht. Um zum Base zu fahren, hin und zurück. Aber wir können sie ja immer wieder aufladen. Macht ja nichts. Wärmeenergie, Atomenergie auf der anderen Seite. Wir haben Energie genug. Das sind schon mal 23 Minuten Video, krass. War so gar nicht geplant von mir wieder mal. Aber ich schaffe es ja immer wieder zu überziehen. Macht ja nichts. Ihr wollt ja eh längere Folgen, glaube ich. So. Machen wir das, was das am besten kann. Andocken. Und, boah, Vollspeed reingedonnert. Hat er mich gefangen. So, die brauchen natürlich auch noch einen Gang, ne? Ja, ich hätte mal ein bisschen Quarz. Ein bisschen Dings mitnehmen sollen. Schwupp. Ne? Wie das aussieht. Was soll das darstellen? Das ist wie so eine Antenne eher, ne? Anstatt... Aber schön. Mir gefällt's. So, Querzlein. Mal die Hände frei machen. Was haben wir denn hier noch? Gold. Diamanten. Da unten ist Quarz. Wir haben ja den Kreislauftauchgerät auf. Da ist das nicht so schlimm mit der Luft. Da tut man nicht ganz so schnell ertrinken. Oder Luft verlieren. Da müsste eigentlich schon reichen. Der Leberwurst sieht witzig aus, auf jeden Fall. Was für ein Konstrukt. Hör auf. Ach nein, Leberwurst läuft voller Wasser. Scheiße. Ich habe schon wieder vergessen. Darf das wahr sein? Ich habe Lithium dabei. Ihr habt doch Lithium dabei, ne? Einmal. Schnell. Luft wird eng. Oh, das wird aber echt eng.
Hull integrity restored. Draining systems initiated. Es läuft ab. Luft, 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 Luft. Ich komme nicht ran. Ab in die Seemotte. Ich komme die Leiter nicht mehr. Doch. Oh. 10 seconds of oxygen remaining. Es wird gleich sehr dunkel. Nein. Nein. Ach komm, blöd, Mann. Luft geholt habe ich. Sehr gut. In der nächsten Folge reparieren wir die ganzen Kladderadatsch wieder hier. Obwohl, er ist schon repariert. Wir müssen nur ein bisschen reparieren, so. So, das ist schon weg. Heide Witzka. All integrity restored. Draining systems initiated. Luft. Gut, mit einem So werde ich mich verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge.